dem Fall des Regimes sind Jahre vergangen. Superman ist hinter Gittern. Damien, mein eigener Sohn, leistet ihm Gesellschaft. Doch wir dürfen nie vergessen, wieso sie dort drin sind. Wir müssen wachsam bleiben. Lucius Fox! Ich dachte, Sie wollten die Leute beruhigen, Mr. Wayne. Oder nicht? Nicht nur Sie bauen Gotham und Metropolis wieder auf. Aber wenn wir nicht bald einige Meinungen ändern... Haben Sie dafür nicht diese überbezahlte PR-Firma angeheuert? Es ist viel schwerer, Leute davon zu überzeugen, zurück in diese Städte zu ziehen, wenn sie Angst haben, dass sie wieder in die Luft gejagt werden. Superman kommt dort nie wieder raus. Dafür habe ich gesorgt. Aber Wonder Woman, Black Adam, Aquaman, sie sind immer noch da draußen und kommen offenbar ohne Strafe davon. Sie haben Brother Eye gebaut, um das Weltgeschehen im Auge zu behalten, doch die Öffentlichkeit weiß das nicht. Brother Eye muss ein Geheimnis bleiben. Was unsere Feinde nicht kennen, können sie nicht bekämpfen. Tja, dann befolgen Sie wenigstens einen der Ratschläge, für die wir den PR-Leuten so viel Geld bezahlen. Welchen denn? Seien Sie weniger Batman, dafür mehr Milliardär und Playboy. Gehen Sie auch mal tagsüber hinaus. Und lächeln Sie. Die Leute fühlen sich weitaus sicherer, wenn sie lächeln sehen. Das wäre dann Ihr anderer Job. Bruce, finden Sie mehr Leute, denen Sie vertrauen. Niemand kann völlig allein siegen. Nicht einmal Sie. Was? Am Empfangsbereich muss noch jede Menge getan werden. Deiner, Oliver. Danke für euer spontanes Kommen. Zum Glück hatten wir einen Babysitter. Okay, Black Canary kann ich ja noch irgendwo verstehen nach den Ereignissen im Comic. Die galt zwar offiziell auch als tot, aber war mehr so andere Dimensionen, bla und blob. Aber Oliver Queen ist von Superman auseinandergenommen worden. Wo kommt denn der jetzt wieder her? Oder ist das der Oliver Queen von unserer Erde? Mein Urgroßvater hat einst Gothams Untergrund erbaut. Aber heutzutage ist hier die Betthöhle. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Wo kommt dann Oliver wieder her? Das gut, ich muss gestehen, ich habe Jahr 5 noch nicht gelesen. Es war ja das Auge Saurons. Eine Überwachungszentrale. Ging ja über 5 Jahre, dieses Prequel. Eine Kommunikationszentrale, die Satelliten und Server auf dem Planeten verbindet. Also 5 Staffeln quasi. Die waren vor kommenden Gefahren und hilft uns, sie einzudämmen. Die letzte kenne ich noch nicht, zum aber... Bedienen muss man wohl ein Genie sein. Genie würde ich mich nicht nennen. Aber ich habe einen Doktortitel. Deiner Schnucki, ihr habt sicher einen langen Weg hinter euch. Eine Weltenreise. Aber der Tapetenwechsel ist ganz nett. Dein Ruf hat uns überrascht, Bruce. Alles scheint doch gut zu laufen. Was ist los? Die Auflösung des Regimes schuf Lücken in der globalen Sicherheit. Wir versuchen alles, um sie zu schließen. Aber wir sind zu wenige. Zu angreifbar. Harleen, zeig ihnen, was du hast. Gebonk, Bats. Die Stimme ist scheiße. Gorilla Grodd, jedermanns liebster sprechender Affe, hat sich eine Bande von Blödmännern zugelegt. Nennt sie die Society. Mein Spion in Gorilla City sagt, dass Grodd etwas Großes plant. Doch was, wo und wann, wissen wir nicht. Gorilla City? Eines wissen wir aber. Scarecrow schickt Grodd eine fette Ladung Angstgas aus einem Versteck im Todessumpf. Sehr mückenlastig dort. Scarecrow ist auch Zum tot. Zum Glück habe ich Insektenspray. Ihr drei müsst das Gas abfangen, bevor es Grodd in die Hände fällt. Du kommst nicht mit auf die Party? Leider kann ich Gotham nicht verlassen, ohne die Öffentlichkeit zu beunruhigen. Keine Sorge, Bats. Wenn wir drei das machen, was soll schon schiefgehen? Ich weiß, ich bin der Neue. Aber vertraust du Harley wirklich? Seit der Joker tot ist, ist sie ein anderer Mensch. Größtenteils. Wieso der Neue? Ich blick da nicht mehr durch. Ich bin verwirrt. Die Verwirrung kommt hauptsächlich daher, dass ich die Comics kenne, glaube ich. Sonst würde mich das alles nicht so stören. Obwohl der Tod von Green Arrow, der Tod von Oliver Queen, der ist in den Justice 1 doch auch angesprochen worden, ne? Geht das auch schneller? Ich habe keine Lust, dass Grodd mir den Kopf abreißt, weil deine Jungs hier schlafen. Keine Angst, Deadshot. Wir sind für den Angriff morgen sicher bereit. Scarecrow. Morgen? Und Poison Ivy. Aha.
Dich hätte ich hier nicht erwartet. Halt sie in Bewegung. Ich sehe nach, was da los ist. Red, hab dich ja ewig nicht gesehen. Bist du hier, um diese Hirnis zu erledigen? Guter Fang, Ivy. Red, du kämpfst für die? Dein reizender Bruce sollte sich besser um das Grün kümmern. Stattdessen hat er den Betondschungel von Gotham und Metropolis wieder aufgebaut. Aus meiner Sicht gibt es wenig Unterschied zwischen ihm und Superman. Du hast nicht alle Zapfen am Baum, wenn du denkst, dass deine neuen Freunde sich um das Grün scheren. Grodd wird seine Versprechen halten, oder er ist mein nächstes Opfer. Oh, Red! Wieso zwingst du mich, das zu tun? Nicht schlecht. Hol dich hier raus, Mädchen. Tun wir uns zusammen. Machen wir die Jungs verrückt. Du weißt schon, genau wie früher. Wir hatten Spaß damals. Aber heute bin ich seriös geworden. Seriös? Das ist ja... Ja, komm schon. Alter. Habt ihr gesehen, wie oft ich die getroffen habe? Ich mache ja kaum Schaden hier. Warum teilen die immer so viel aus? Und warum kann ich ums Verrecken nicht locken hier? Das ist ja eine Katastrophe. Die Tasten funktionieren nicht so, wie es mir beigebracht wurde. Ich kann nicht grappeln und nichts. Das ist doch Katastrophe hier. Jetzt hat es funktioniert. Aber auch erst im 4. oder 5. Versuch. Das kann doch alles nicht sein. Das ist doch scheiße. Ein schöner Tag für Kopfnüsse. Irgendwie das nicht so richtig hier. So, gucken wir uns mal ein Special an. Autsch! Das sieht schmerzhaft aus. Keine Pyjama-Partys mehr für dich! Stell dich deiner Angst. Bitte. Ich hab das Zeug zum Spaß geschnüffelt. Dann wird dir mein neues Rezept gefallen. Hey. Nicht nett. Du kannst eine Menge aushalten. Okay. Aber jeder hat vor irgendetwas Angst. Ich hab Angst, dass ich dieses Let's Play hier... Wow. Dass ich dieses Let's Play versage. Och, das ist doch... Hallo, ich spiel auch leicht. Könnt ihr bitte aufhören, mir ständig in den Arsch zu treten? Oh Mann, statt die ganze Zeit hier hin und her zu hüpfen, könntest du vielleicht auch mal zuschlagen oder sowas. Ich drück schließlich die entsprechenden Tasten. Ich hasse Prügelspiele. Warum spiele ich dieses Spiel? Wegen der Story. Ja, ich weiß, ist ein bisschen traurig, aber... Nun ziehe dich doch nicht so. Es ist so, wie es ist. Das hab ich gedrückt. Oh, meine Güte. Wieso macht denn der eigentlich so viel mehr Schaden als... Akzeptiere deine Ängste. Ziemlich da
dumme Idee für so einen cleveren Kerl. Ich. Den habe ich gewonnen. Kannst du jetzt mal bitte... Meine Güte. Ach, Seufzer. Ich komme auch überhaupt nicht dazu, nicht zu erzählen, was ich zwischendurch erzählen will. Furchtbar in dem Spiel. Leute, warum spiele ich Prügelspiele, wenn ich scheiße in Prügelspielen bin? Das muss mir mal einer erklären. Ich wollte einfach wieder ein Superheldenspiel auf dem Kanal haben. Und, ja, Injustice 2 habe ich ja schon länger auf dem Schirm und ich habe ja schon länger geplant. Dann natürlich Telltales Batman Staffel 2 hätten wir noch. Guardians of the Galaxy Staffel 1. Also so ein bisschen Superheldenzeug könnte hier in nächster Zeit anstehen. Der Joker. Sieh dich an. Ein großes Mädchen spielt den Superhelden. Kreucht in der Betthöhle. Du hörst es doch. Der orientiert sich so ein bisschen mehr an dem Jared Leto Joker, oder? Dein echtes Ich, vergraben unter den Bodendielen, kratzt und kratzt und kratzt und will raus, um ihren Freunden den Hals umzudrehen. Und noch darüber lacht. Das ist mein Mädchen. Oh, Harley. Stets eine echte Enttäuschung. Wieso versuch ich's auch? Stöpfrige Typen in billigen Anzügen mit einem noch billigeren Grinsen schreiben mir nie wieder vor, wer ich sein soll. Wir waren früher mal echt wahnsinnig verliebt. Aber das ist jetzt vorbei, Mr. J. Finde ich gut. Ach, das fand ich auch gut gerade. Und natürlich geht das dann wieder völlig in die Hose. Noch mal einen Sprungangriff machen, aber dann renne ich natürlich gleich wieder in seinen Konter rein. Ah. Hälfte meiner Attacken trifft nicht, das ist echt traurig. Oh, ich will eine Blockentaste, das ist scheiße so. Ich muss doch gleich mal gucken. Warte mal, ich guck das einfach jetzt mal direkt. Kann ich hier irgendwas... Ich nehme euch einfach mal mit hier in die... ins Menü, aber nee, gibt es nicht. Ich wollte gucken, ob ich... im Schwierigkeitsgrad... Alter, hör auf mit der Scheiße! Alter, das ist doch nicht wahr! Ohne, dass ich in irgendeiner Art und Weise reagieren konnte. Ich habe sogar versucht zu blocken, aber nein, das Spiel hat mich nicht gelassen. In der Aufnahmepause soll ich mal gucken, ob ich vielleicht doch den Schwierigkeitsgrad noch einen runterschraube. Denn ich würde euch das Spiel... Au! Das ist jetzt echt nicht wahr, ne? Meine Attacke lief schon. Och Mann, es macht keinen Spaß, wenn man in den ersten Kämpfen schon so oft in den Arsch getreten wird. Grinsen schreiben mir nie wieder vor, wer ich sein soll. Ich kann's halt einfach nicht. Ich kann das Spiel mal nicht. Echt oh, hör auf zu labern und lass uns prügeln. Sorry, ich bin gerade ein bisschen...
Alter, hör mich schon. Oh Mann, ey. Ach, das ist doch. Ja, und nochmal aufs Maul. Am besten starte ich gleich nochmal neu. Das ist ja gerade schon nicht mehr feierlich hier. In irgendeiner Attacke renne ich immer rein. Ist euch das schon mal aufgefallen? Und tut mir leid, aber Blocken funktioniert ein Scheiß in diesem Spiel. Und da rege ich mich gerade auch ein bisschen drüber auf. Wer kam denn auf die geniale Idee, wo Blocken ist einfach nach hinten? Da, ich habe gerade geblockt. Ich habe geblockt und das Ergebnis war, ich krieg aufs Maul und verliere die Runde. Das kann's doch nicht sein hier. Da habe ich auch geblockt. Und was habe ich davon, dass ich wieder aufs Maul kriege? Ich hasse Prügelspiele. Ich meine, es sieht ja alles ganz nett aus, wenn es mal irgendwie so ansatzweise funktioniert, aber... Also, Blocken ist in diesem Spiel eine Katastrophe. Das kann ich nur immer wieder betonen, das ist einfach nur... Diesmal hat es geklappt. Immerhin etwas. Nee, aber... Ich glaube, ich muss mir wirklich die Blöße geben, von leicht auf sehr leicht runterzuschrauben, wenn das denn noch geht. Nachdem ich den Kampagnenmodus gestartet habe. Ich will auch nicht immer über die Zwischensequenzen quatschen, aber während der Kämpfe kann ich mich nicht mal andersweise darauf konzentrieren, was ich euch erzählen will. Und da kommt immer nur, ah, scheiße, und kack, Blocken. Nee, das geht nicht. Oh, verdammt, Mist. Das ist ja... Echt nicht unterhaltsam, das moderieren. Aber sollte das so sein? Das sieht nach Swamp Thing aus, aber Swamp Thing ist auch tot. Was ist hier los? Der Sumpf ist geschützt. Swampy, hab gehört, du seist tot. Na, wenigstens einer mal. Das Pflanzen leben der Erde. Solange es lebt, kann ich nicht sterben. Swampy, warte! Du willst uns nicht verprügeln! Wir sind doch die Guten! Gut? Schlecht. Die Menschen sind mir eigentlich egal. Mir ist nicht egal, wenn mein Sumpf brennt. Och, stell dich nicht so an. Ich komme irgendwie in dieses Kampfsystem nicht so ganz rein. Aber am besten funktionieren eigentlich Konter, ne? Die sind am schmerzhaftesten. Oh, hör doch mal auf, mich immer auszukontern. Das ist ja furchtbar hier. Alter! Eben habe ich noch gedacht, wow, wir schlagen uns ganz gut. Und dann tritt er mir in den Arsch und in den Arsch und nochmal in den Arsch. Und dabei versuche ich eigentlich nur die ganze Zeit... Und das ist das Traurige daran. Ich will eigentlich nur mal hier diese Tonne aktivieren. Ach, das lief doch ganz gut eben. Warum nicht immer so? Die Runde musstest du mir noch reinwürgen jetzt, ne? Das ist, was du siehst. Hier, fang! Ich sagte, fang! Blöd, Mann. Diese ganzen Belohnungen da unten, gesagt, ich hätte einen schwarzen achte ich auch nicht drauf. Hast du jetzt die Ohren gespitzt? Du solltest Scarecrow und seine Schläger schnappen. Sie mischen Giftgas unmittelbar in deinem Hinterhof. Wir wollen sie aufhalten. Verstehe. So, mit Swamp Thing ist nicht zu spaßen. Der ist, glaube ich, relativ mächtig im DC-Universum. Kommen Sie zurück. Bin ich bereit. Oh,
Swamp Thing, du bist der Wahnsinn. Wenn du je ins Team willst, nehmen wir dich mit Kusshand. Ich denke drüber nach, falls sich unsere Interessen überschneiden. Doch jetzt geht. Der Sumpf muss heilen. Spielverderber. Oh Mann. Kommst du auf einmal her?